wir starten gleich mit dem Thema Neuromarketing im Kundendialog. Wenn man in dieses Thema einsteigt, dann kann man eigentlich relativ weit zurückgehen. Blaise Pascal hat es einmal schön auf den Punkt gebracht, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Wir wussten eigentlich schon immer, dass der Mensch nicht nur rational ist, man konnte es halt eben nicht, nur nicht messen, sondern es drehte sich schon immer um das Thema Verstand versus Emotion oder halt eben Bewusstes versus Unbewusstes, das eigentlich erst in der Neuzeit. Neuromarketing trat jetzt ungefähr seit Anfang der 2000er Jahre an mit dem Versprechen, die bewussten oder emotionalen Fakten messbar zu machen. Und von daher der Begriff natürlich Marketing auch für das Marketing umsetzbar zu machen. Daran haben sich natürlich große Erwartungen geknüpft dann. Es war die Rede davon, man würde jetzt den Kaufknopf beim Konsumenten finden können. Die ganzen Bilder mit den leuchtenden Gehirnen verhießen also den Händlern eine gute Zukunft. Mittlerweile ist es ein bisschen zurück zu normal. Im Laufe der Jahre haben wir allerdings eine ganze Fülle an Erkenntnissen gewonnen und Methoden entwickelt, um diese unbewussten emotionalen Dimensionen, in denen wir denken, die unser Handeln treiben, begreifbar machen zu können. Das Ziel des Webinars heute ist es, dass ich Ihnen einige Erkenntnisse, die wir als SVI hier gewonnen haben, aus der Beschäftigung mit dem Thema Neuroforschung vorstellen kann. Wir sind als SVI seit 2003 in diesem Bereich unterwegs und forschen mit Bonner Kollegen über dieses Thema. Und das, da wir als Institut für Dialogmarketing angetreten sind, wollen wir natürlich im Kontext von Kundendialog im Distanzhandel sehen. Der Kundendialog im Distanzhandel hat natürlich eine ganze Reihe von Herausforderungen, und zwar für den Kunden. Wenn schon der Kundendialog auf der persönlichen Ebene sehr anspruchsvoll ist, dann ist das natürlich auf die Distanz umso anspruchsvoller. Man hat keine direkten persönlichen Interaktionen, man hat keinen direkten Verantwortlichen, Adressaten, Ansprechpartner, den man ins Gesicht sehen kann, von dem man über die Gestik und Mimik ablesen kann, stimmt das jetzt eigentlich alles wirklich, was er mir dort erzählt? Also diese ganzen kleinen Signale, die wir über die Körpersprache ausdrücken, sind natürlich dort in der Distanz nicht zu sehen. Das Produkt selber bleibt zunächst erstmal abstrakt, man kann es nicht erleben, man kann es nicht anfassen, man muss sich sozusagen darauf verlassen, was die anderen hier halt eben sehen, was sie darstellen. Das führt dazu, dass natürlich auch die Involvierung geringer ist als bei einer Face-to-Face-Interaktion. Aus einer Face-to-Face-Interaktion kann man sich schlechter herausziehen, man ist stärker auf den anderen fixiert. Im Bereich des Online- oder Distanzhandels, sei es über Katalog, sei es über die Website, ist das natürlich viel praktischer, viel bequemer seitens des Kunden. Und diese große Distanz führt natürlich dazu, dass man sich unsicher ist, das kann zu Misstrauen führen, Unsicherheit, Angst und dann im schlimmsten Falle zu Risikovermeidung. Und Risikovermeidung bedeutet natürlich für den Distanzhändler, es sind entgangene Geschäfte. Wie kann man also das auf den Punkt bringen? Ich denke, das sind zwei Begriffe, die hier eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das eine ist der Begriff des Vertrauens, also welche Erwartungen habe ich als Kunde an den Verkäufer, welche Erwartungen habe ich an den Prozess, wie der Verkauf abläuft und welche Erwartungen habe ich an die Ware. Und wenn ich über die Ware rede, dann dreht sich es natürlich auch darum, das Thema, kann ich es begreifen, kann ich es anfassen, kann ich es sehen, riechen, wie kann ich damit umgehen, von etwas, zu dem ich zunächst erstmal keinen Zugang habe, im Gegensatz zum stationären Handel. Das sind mit anderen Worten erstmal eine Reihe von ungedeckten Checks, mit denen man umgehen muss. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie wir mit solchen unklaren Situationen umgehen. Wir verlassen uns in der Regel aufs Bauchgefühl und auf die Ratio. Damit sind wir eigentlich an einem
Auffassung davon, wie wir denken, was unser Handeln treibt, die sich in den letzten 30, 40 Jahren im Bereich der kognitiven Wissenschaften, Psychologie durchgesetzt hat, dass man nämlich davon ausgeht, es sind nicht ein System, das unser Denken und Handeln treibt, sondern es sind zwei. Es ist auf der einen Seite das altbekannte logische Denken und auf der anderen Seite das, was man halt eben mit Intuition bezeichnen kann. Man kann das als System 1 oder 2 bezeichnen, das ist dann relativ neutral. Andere bezeichnen das mit dem System Pilot oder mit den Begriffen Pilot und Autopilot. Letztlich bedeutet beides, man muss sich auf zwei Systeme einstellen, mit denen wir untereinander kommunizieren, mit denen, die unser Denken und Handeln treiben. Wenn man einmal kurz durch diese Systeme durchgeht, dann ist natürlich das klassische System 2, das logische Denken, das, was wir alle kennen, was in unserer westlichen Welt das vielleicht Dominante ist, was auch in der Literatur das Klassische ist. Das ist die Ratio, die langsam ist, die seriell funktioniert, also nacheinander Prozesse abarbeitet, die vor allen Dingen intentional ist, das heißt, sie ist uns bewusst, wir setzen sie ganz bewusst ein und sie ist vor allem halt eben auch kontrolliert. Logisches Denken ist das, was wir machen, wenn wir vor einer Rechenaufgabe stehen oder wenn wir zum Beispiel im täglichen Bedarf, im täglichen Leben dann irgendwo einparken, denn dann, wenn wir halt eben wirklich ganz bewusst uns mit unserer Umwelt auseinandersetzen müssen. Entsprechend wird sie halt eben durch hohe Erregung behindert. Dann, wenn wir aufgeregt sind, setzt das Denken aus. Es ist ein aufwendiges System. Es ist regelbestimmt dann. In dem Sinne, wir lernen mit Sprache umzugehen. Wir lernen die Grammatik, wir lernen die Regeln der Mathematik. Was wiederum den Vorteil hat, dass es relativ flexibel ist. Das, was im logischen Denken abgeht, kann man relativ leicht neu lernen oder halt eben auch relativ leicht ändern. Das ist der Vorteil dieses Systems. Jetzt ist es allerdings so, dass dieses System nur in einem Teil unserer täglichen Entscheidung wirklich zutage tritt. Man geht davon aus, dass vielleicht 5%, das ist eine Zahl, über die kann man trefflich streiten, aber vielleicht so in dieser Größenordnung wird das schon sein, tatsächlich das sind, was wir rational, was wir bewusst mit logischem Denken abarbeiten. Der größte Teil dessen, was wir machen, passiert tatsächlich über die Intuition. Es ist ein schnelles Denken, das sehr parallel und automatisch funktioniert. Der Fokus ist hier vor allen Dingen auf das Thema automatisch und spontan zu legen. Wir sind uns dessen in der Regel nicht bewusst. Dieses System 1, die Intuition, macht uns ständig Vorschläge, wie wir unsere Umwelt interpretieren sollen. Und nur in Ausnahmefällen kommt es dazu, dass wir darüber bewusst tatsächlich nachdenken. Es ist vor allen Dingen halt eben mühelos. Es kann aber umgekehrt sehr langsam und nur sehr aufwendig geändert werden. Wir lernen nur sehr langsam, die Intuition zu verändern, uns auf Fallstricke, die uns die Intuition stellt, letztlich einzugehen. Jeder, der sein eigenes Verhalten verändern möchte, sei es, dass er abnehmen möchte oder mehr Sport treiben möchte oder kommunikativ besser aufgestellt sein möchte, weiß, wie schwer es ist, sich ständig dessen bewusst zu werden. Das ist das System 1, das uns da ein Stück weit immer in die Quere kommt. Die Begriffe sind in den letzten Jahren sehr stark popularisiert worden. Der Klassiker ist vielleicht ganz einfach Daniel Kahnemann. Der hat das nicht erfunden, der hat das aber wunderbar zusammengefasst in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken und hat vor allen Dingen die Dominanz dieses Systems, eins der Intuition, zusammengefasst. Wie man gesagt hat, wenn sein Buch als Sachbuch tatsächlich ein Film gemacht würde, dann wäre das System 2, also das logische Denken, wäre eigentlich nur der Nebendarsteller, der fälschlicherweise denkt, dass er tatsächlich der Held dieser Veranstaltung wäre. Diese beiden Systeme sind jetzt immer in Betracht zu ziehen, wenn wir uns zum Beispiel im Distanzhandel mit Websites, wenn wir uns mit Katalogen, wenn wir uns mit Mailing, mit Einkäufen dann beschäftigen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, System 1, unsere Marilyn oben, die sagt, das kenne ich, das habe ich schon gesehen. System 2
Und unser Robert sagt, kenne ich die tatsächlich? Der stellt die Fragen, wenn etwas vielleicht nicht genauso passt. Marilyn sagt, das ist aber einfach. Oder auch als Reaktion, das ist mir viel zu kompliziert, mich damit jetzt auseinanderzusetzen. Dann also entscheide ich sozusagen nach der Intuition. Und Robert sagt, 69,90 Euro plus 19% Mehrwertsteuer plus Versandkosten minus Frühbucherrabatt. Da muss ich erstmal rechnen und nachdenken. Das macht es mir halt eben etwas schwierig, da zu einer Entscheidung zu kommen, ob das jetzt für mich relevant ist. Marilyn sagt, das sieht aber gut zusammen aus, ganz wunderbar. Und Robert fragt dagegen, das passt doch etwas nicht zusammen. Oder der Klassiker im Distanzhandel, davon gibt es ja nur noch wenig. Wir reduzieren das Angebot dann. Jetzt muss ich aber schnell zuschlagen. Oder halt eben, die anderen haben es auch, also Status. Ich möchte etwas haben, ohne groß darüber nachzudenken, warum denn so etwas ist. Robert, das System 2, taucht dann auf, wenn man sagt, das war aber beim letzten Mal anders. Da haben die irgendwas an den Einstellungen verändert oder das ist nicht so, wie ich es kenne oder erwartet habe. Oder dass halt eben skeptisch ist und sagt, und wenn es nicht klappt. Zusammenfassend kann man sich das jetzt so vielleicht so vorstellen. System 1 sagt, das mache ich jetzt aus dem Bauch raus. Und System 2 sagt, überleg mal. Und das sind die beiden Pole, die man immer im Hinterkopf haben muss, wenn wir über Distanzhandel reden und wenn wir über den Kundendialog reden, nämlich die Frage, was aktivieren wir denn dort? Aktivieren wir jetzt das Bauchgefühl oder reden wir über das Bauchgefühl? Wie holen wir die Leute dort ab oder holen wir sie eigentlich eher ab über das System 2 und sagen, müssen wir argumentieren, müssen wir sozusagen Einwandbehandlung betreiben? Das klingt jetzt erstmal eigentlich alles relativ logisch und einfach und es wäre schön, wenn man jetzt mit den Methoden, die Methoden hätte, das relativ oder schnell auseinanderzufieseln, was denn jetzt System 1 und 2 ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, die kommunizieren natürlich die ganze Zeit ständig miteinander und unterhalten sich, so dass es für uns intern erstmal keinen großen Unterschied macht. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Es gibt nur eine ganze Reihe von Methoden, die in den letzten Jahren entwickelt wurden. Das ist die EEG-Messung, mit der man auf dieses System 1 kommen kann, 1929 von Hans Berger entwickelt. Das sind die Hautleitfähigkeit, die misst die Neuheit oder Bedeutung eines Reizes, die Reaktion des Nervensystems, dessen, was wir uns halt eben auch nicht in der Regel bewusst sind. Das ist natürlich ganz wichtig, Eye-Tracking. Die Bewegungen unserer Pupillen sind in der Regel unbewusst und weisen uns darauf hin, was gesehen wird, was wahrgenommen wird, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. In den letzten Jahren, teilweise auch automatisiert, ist das Thema Mimikerkennung. Das, was ich vorhin gesagt hatte, die Frage, wenn wir im persönlichen Dialog sind, wie wir einem Gegenüber zugucken, wir sehen es an der Mimik, ob er es ehrlich meint oder ob es ein gekünsteltes Lächeln ist. Und vor allen Dingen das, was im Bereich mit dem Neuromarketing in den letzten Jahren einen ganz großen Stellenwert gewonnen hat, das Thema funktionale Magnetresonanztomographie-Messung. Das heißt also der Blick in das Gehirn der Konsumenten herein. Dort dreht es sich darum, dass wir schauen können, welche Gehirnareale aktiviert sind. Wir können beobachten, wie Informationen verarbeitet werden, wie sie eingespeichert, wie sie wieder zurückgespeichert werden. Es gibt Systeme, die mittlerweile identifiziert worden sind, die für uns wichtig sind, wenn wir uns belohnen wollen. Und wir können auch dort sehen, welche Hirnregionen zum Beispiel automatisierte versus kontrollierte Denkprozesse vollziehen. Und last not least, nur um die Liste jetzt nochmal komplett zu machen, das Thema Reaktionszeitmessung am Computer seit ungefähr 1998, das Thema implizite Tests. Also mit anderen Worten, wir sehen, dass es mittlerweile eine ganze Bandbreite von Verfahren gibt, mit dem wir dem System 1 auf die Spur kommen können. Das Klassische, dem System 2, dem kommen wir klassischerweise über die Befragung auf die Spur. Beides zusammen ergibt uns dann eigentlich einen schönen Blick darüber, wie Menschen denken und wie sie im Handel denken. Die erste Studie, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist eine Studie, die wir vor einigen Jahren selber durchgeführt haben. Die befasst sich nämlich damit, mit der Situation der erste Kontakt.
Das kennen wir alle. Wir begegnen jemanden irgendwo auf einem Empfang, auf einer Party, den wir noch nicht kennen, in einem Kundengespräch, und wir wissen eigentlich sehr schnell, innerhalb von Millisekunden, ist der uns sympathisch, können wir mit dem was, wollen wir mit dem uns weiter unterhalten, oder ist das etwas, wo wir sagen, naja, also lieber nicht, dann versuchen wir dann die Auseinandersetzung oder den Kontakt mit ihm oder ihr so kurz wie möglich zu halten. Das gilt für Kataloge, Mailings genauso, bei Websites hat man es gemessen, da sind das rund 15 Millisekunden, dann hat man entschieden, ob man sich damit weiter beschäftigen will oder nicht. Für uns hier im Bereich Distanz- und Dialogmarketing ist natürlich wichtig, wie bekomme ich den ersten Kontakt richtig hin. Was wir dazu gemacht haben, und, ist, dass wir uns eine Reihe von Mailings angeguckt haben bzw. kreiert haben, die wir systematisch durchvariiert haben. Über verschiedene Branchen, danach nach unterschiedlichen Gestaltungsmerkmalen, mal luxuriös, mal einfach. Wir haben Schrifttypen variiert, Größe und Unterschiede, Flatter und Blocksatz variiert. Das ist sozusagen jetzt erstmal nur am Rande. Das eigentlich Spannende ist natürlich, oder war für uns das, was am Ende rausgekommen ist. Die Frage war nämlich, was macht ein gutes Mailing aus und welche Reaktion ruft ein gut gestaltetes Mailing hervor? Und wenn man dann in die Köpfe der Probanden guckt, dann sieht man auf einmal, gut gestaltete Mailings aktivieren Belohnungsregistrierung, sie aktivieren Areale, die mit der Bewertung, und zwar der positiven Bewertung, zusammenhängen. Und wir sehen auch, dass die Absicht, tatsächlich ein solches Mailing zu öffnen, zu lesen, mit Arealen oder Areale aktiviert, die mit der emotionalen Valenz, also der emotionalen Bewertung zu tun hat. Wenn wir das jetzt einmal auf das Chart vorhin überlegen, auf unsere Marilyn und den Robert, dann sehen wir hier halt eben sehr schön, das sind Areale oder das sind Denkmuster, die mit dem System 1, also der Intuition, zusammenhängen. Das sind so die Elemente, wo man sagt, das sieht aber gut aus, das verstehe ich, das mag ich, das gefällt mir. Das ist das, was dort halt eben ausgelöst wird. Eine positive Hinwendung zu der Kommunikation. Wie sieht das denn bei schlecht gestalteten Mailings aus? Gemeinhin sagt man, naja, schlecht und gut gestaltet, das kann sich auf dem Kontinuum abbilden. Und wenn das nicht ganz so gut gestaltet ist, dann kann man dann vielleicht versuchen, nachher über die Kommunikation das nochmal auszureißen. Was wir aber festgestellt haben, ist, schlecht gestaltete Mailings aktivieren ganz andere Gehirnareale. Das heißt, da geht auf einmal ein ganz anderer Mechanismus ab. Da werden also Areale aktiviert, die wir kennen, wenn es darum geht, Fehler zu finden. Areale der Fehler- und Dissonanzregistrierung. Wo es darum geht, halt eben zu sehen, das ist schon schlecht gestaltet, ist da noch mehr drin, sind da noch mehr Fehler? Oder halt eben auch Areale, wenn es um die Leseabsicht geht, dann die sagen, das mag ich nicht, damit möchte ich mich gar nicht beschäftigen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit einer schlecht gemachten Kommunikation konfrontiert werde, oder den Empfänger, den Leser damit konfrontiere, geht bei dem ein Film ab, das gar nicht mehr um die Inhalte dreht, sondern da dreht sich es darum, finde ich hier noch einen Fehler. Der ist auf einer ganz anderen Spur. Das bedeutet, Entscheidungen sind letztlich nicht ein Kontinuum von gefällt mir bis gefällt mir nicht, sondern sind eigentlich binär. Es gibt Top oder Flop, es gibt kein mehr oder weniger. Die Kommunikation im ersten Eindruck, die muss stimmen, und wenn sie stimmt, dann wird sie aus dem Bauch heraus gut verstanden. Interessant dabei ist, wir haben die Leute natürlich befragt. Und wenn wir Probanden befragen, dann kommt halt eben häufig zum Ausdruck, es sind rationale Aspekte, die sehr bewusst wiedergehen. Nach den Selbstauskünften stehen also rationale Aspekte des Mailings oben an. Das sind so Themen wie Erkennbarkeit oder Verständlichkeit oder Lesbarkeit des Mailings. Was unten gelistet wird, sind eigentlich eher die weichen Aspekte wie Interesse, Neugier oder Ansprache. Schauen wir uns aber die Hirnscans an, das, was tatsächlich abgeht im Kopf, dann sehen wir halt eben die große Bedeutung von Emotionen in der Auseinandersetzung mit Mailings. Jetzt sehen wir also, der erste Eindruck zählt und der kann nur Top oder Flop sein.
Wichtig wird das nochmal und ein Stück weit potenziert, wenn wir über Vertrauen reden. Und dann vor allen Dingen, wenn wir über Vertrauen in Online-Shops reden. In einer Untersuchung von Riedel und Kenning wurden zum einen zusammengetragen, was wissen wir denn bislang gerade über den Unterschied zwischen Männern und Frauen dann in Bezug auf Online-Shops. Und generell sieht man, dass Männer zum Beispiel eher mehr vertrauen als Frauen. Männer sind also vertrauensseliger. Umgekehrt wird Frauen eher vertraut als Männer und Frauen gelten als vertrauenswürdiger. Wenn Männer vertrauensseliger sind, dann bewerten Männer in der Regel auch die Vertrauenswürdigkeit von Online-Shops höher und ihre Komplexität als geringer. Der Mann als Schrauber und Dreher, der mit solchen Sachen natürlich logisch einfach umgehen kann. Frauen hingegen gehen eher in die Details des Online-Shoppings, sehen im Online-Shopping ein höheres Risiko und der Einfluss von Vertrauen auf die Verkaufsabsicht ist bei Frauen höher als bei Männern. Wir können also vermuten, wenn man jetzt wieder in der Sprache von System 1 und System 2 sich bewegt, dass bei Männern wahrscheinlich eher das System 1, die Intuition, eine Rolle spielt, wir legen jetzt mal los, und bei Frauen eher das System 2 eine Rolle spielt, also ich möchte erstmal verstehen, was ich dort mache und ich möchte die entsprechenden Informationen haben. Riedel und Kenning haben dazu ein Experiment durchgeführt, indem sie sozusagen eine eBay-Auktion simuliert haben und dann vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige Angebote mal abgegeben haben und die halt eben von den Probanden bewerten lassen. Und dabei kommt zum Vorschein, Frauen, die reagieren auf vertrauenswürdige Angebote eher über Themen wie Aufmerksamkeitssteuerung, das heißt, sie sind aufmerksamer, sie erwarten eine Belohnung, es sind Areale aktiviert, die mehr mit Vertrauen oder sozialer Kooperation zu tun haben. Die Konsequenz für jemanden im Online-Shop ist, wenn er Produkte an Frauen richtet oder Frauen überwiegend als Kunden hat oder das differenzieren kann sogar noch über die Ausstattung der Websites, keep it clear. Details beachten, Frauen gucken nach Details dann, die Informationen zur Verfügung stellen und Erfolg in Aussicht stellen. Bei Männern sieht es dagegen schon ein Stück weit anders aus. Bei Männern sind einfach gestrickt, die wollen schnell zum Abschluss kommen. Das heißt, Shortcuts anbieten. Da sehen wir halt eben auch Areale aktiviert im Kopf, die mit der Entscheidungsfindung zu tun haben, mit der Verhaltenskontrolle und vor allen Dingen Verknüpfung von Belohnung und Handlung. Das heißt, Männern muss man schnell den Knochen hinwerfen, damit sie zubeißen, dann kommen die halt eben auch entsprechend schnell zum Abschluss. Wenn man sich jetzt mal nicht vertrauenswürdige Angebote anguckt, dann sieht man bei Männern und Frauen ähnliches Thema, bei Frauen wesentlich mehr Hirnareale, die aktiviert sind. Das heißt also, da passiert in dem Moment mehr im Kopf dann. Die stellen sich eher dann die Fragen, was weiß ich darüber, was bringt mir das? In beiden Fällen sehen wir, dass halt eben das System 2, also die Ratio, angeschaltet wird. Es läuft nicht mehr halt eben ungefiltert durch. Und bei Männern dreht sich dann halt eben darum, dass man sagt, okay, ich weiß, dass ich aufpassen muss dann, aber ich gucke mir eher an, welche Folgen kann das denn haben. Und da steht ein bisschen auch dahinter, ich bin durchaus auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen, wenn ich dieses Risiko glaube, abschätzen zu können. Das ist bei Frauen sicherlich in dieser Form nicht so der Fall. Wenn wir uns das hier sozusagen verallgemeinert natürlich bezogen auf die Hirnareale angucken. Das heißt, wir wissen jetzt also, Männer und Frauen ticken unterschiedlich. Das wussten wir natürlich schon immer, aber jetzt können wir es halt eben auch durch die Forschung dann aus dem Hirnscanner belegen. Jetzt haben wir noch die Daten dazu. Wenn wir jetzt also wissen, wie unterschiedliche Angebote wirken, stellt sich natürlich die Frage, wie soll ich die denn jetzt halt eben darstellen? Und in einer Studie, die wir wiederum durchgeführt haben als SVI, haben wir uns zum Beispiel mal angeguckt, wie sieht das denn aus, wenn wir gleiche Produktkategorien anbieten, also Themenseiten zum Beispiel in Katalogen oder Websites, oder wenn wir auf einer Seite unterschiedliche Produktkategorien darbieten. Was für einen Einfluss hat das dann? Man könnte jetzt also durchaus vermuten, dass man sagt, also es macht das Suchen einfacher, wenn ich gleiche Produktkategorien anbiete. Umgekehrt kann ich halt eben sagen, bei unterschiedlichen Produktkategorien, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einer Seite etwas findet, was für mich jetzt interessant ist, doch ein Stück weit größer.
Was wir festgestellt haben, ist, dass wenn man nur von einer Produktkategorie sie zeigt, dass sich die Leute länger mit dieser einen Seite beschäftigen, dass Prozesse der Wahrnehmung, der Abwägung und Entscheidung wesentlich stärker aktiviert werden. Der Proband oder die Probanden müssten tatsächlich auswählen. Sie beschäftigten sich deutlicher und länger mit einer Seite dann. Und dadurch haben sie natürlich wesentlich mehr Zeitaufwand. Das führt darüber hinaus zum weiteren Aspekt, der in dem Zusammenhang sehr interessant ist, weil wenn ich auf einer Seite mich bewege mit gleichen Produkten, führt das zu einer Art von Belohnungserwartung. Belohnungserwartungen sind in der Psychologie sehr wichtig, weil sie steuern unser Handeln. Ich möchte ja etwas haben nachher und während dieses Prozesses der Suche, in dem Moment, wo die Belohnungserwartung aufgebaut wird, werden Lern- und Entscheidungsprozesse begünstigt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Leute länger auf einer solchen gestalteten Seite sich bewegen. Das kann ja durchaus sein, weil sie sich nicht entscheiden können. Nein, es ist auch so, es wird damit positiv belegt und eben im Sinne von der Belohnungserwartung, dass sie sehen können, ich bin jetzt gleich da, ich erwarte jetzt nur noch nach einigen wenigen Schritten dann, dass ich dann tatsächlich auch das Produkt bekomme, nachdem ich hier gesucht habe. Wenn man jetzt mal weitergeht, wir wissen jetzt also Aufbau von Vertrauen, vertrauenswürdige Angebote, die Darstellung der Katalogseiten oder der Webseiten, dann ist natürlich die nächste Frage auch, über welches Medium denn jetzt eigentlich? Wie wirken unterschiedliche Kanäle? Das haben wir in einem Test vor einiger Zeit durchexerziert, indem wir uns angeguckt haben, wie das Lernen von Claims und Marken am Bildschirm auf der einen Seite und auf dem Papier auf der anderen Seite funktioniert. Und das haben wir dann halt eben auch da wieder im Hirnscanner getestet. Wir waren nicht so trivial, und dass wir gesagt haben, wir nehmen hier ein Mailing dann und das zeigen wir einmal sozusagen nur als Papiermailing, auf der anderen Seite nur als Bildschirmmailing, sondern es dreht sich darum, dass die Probanden 50 Claims bekommen haben und die lernen sollten, welche Marken dazu passen. Also ein relativ einfaches Design. Das Ergebnis war, dass wir gesehen haben, dass bei Informationen, die auf dem Papier gelernt wurden, offensichtlich auch die Tatsache, dass es die Menschen vorher mit Papier zu tun gehabt haben, dazu führt, dass solche Informationen mit abgerufen werden. Das heißt also, ich speichere, wenn ich durch einen Katalog gehe oder ein Mailing, die Informationen über die Papierdichte oder die Art des Papiers, die Tatsache, dass es überhaupt Papier war, mit ab und kann das, wenn ich nachher danach gefragt werde, welche Claims, Marken passen denn zusammen, auch diese Informationen wieder mit abrufen. Wohingegen, wenn wir das auf dem Bildschirm uns angucken, tatsächlich nur die visuellen Informationen reaktiviert werden können. Das heißt, Papier kann in diesem Fall tatsächlich mehr Informationen, mehr Cues bieten, mit denen Informationen wieder eingespeichert und auch wieder zurückgespeichert werden kann. Interessant wird das, wenn wir halt eben sehen, in einer Studie, die die Kollegen von der Royal Mail in Großbritannien durchgeführt haben, dass wir halt eben auch sehen, dass es damit zusammenhängt, wie Werbung auf Papier wirkt, dass sie nämlich tatsächlich Hirnareale aktiviert, die für die visuelle und räumliche Information zuständig sind. Und das ist für uns als Menschen ein Hinweis darauf, dass etwas echt ist. Also wir können es anfassen. Und, was die Kollegen dort noch gesehen haben, dass physische Werbung Regionen aktiviert, die für die Verarbeitung von Emotionen zuständig sind, die wir aufgrund von externen Stimuli erhalten. Das heißt also, Papierwerbung kann tatsächlich Emotionen hervorrufen. Sie werden in ähnlichen Arealen verarbeitet, wie die, die wir tatsächlich beim echten Erleben von Emotionen halt eben fühlen und erleben. Ein weiteres Problem, das wir oder Herausforderung, die wir im Online-Bereich haben, und das schließt ein Stück weit an das, was ich eben gesagt habe, an,
ist die Tatsache, wir sehen die Produkte ja nicht. Was wir jetzt aber sehen, ist, man kann das unterscheiden, Menschen, die sozusagen eher eine instrumentelle Motivation haben, Produkte zu berühren. Das heißt, das sind diejenigen, die das machen, wenn sie Qualität sichern wollen. Und es gibt diejenigen, die Produkte berühren, sozusagen um des Berührens willens. Sie kennen das, die Leute, die anfassen wollen, dann die sehr taktil sind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen solche Leute im Distanzhandel mit der Darstellung von Produkten um oder wie könnte man diese Leute abholen? Und hier sind wir wieder bei einem ähnlichen Eindruck, wie wir es gesehen haben, eben mit dem Thema Emotionen, die durch physische Kommunikation hervorgerufen werden, nämlich dem Thema Haptic Imagery. Es ist tatsächlich möglich, Leute, die eine hohe instrumentelle Motivation haben und von denen wir wissen, dass sie in der Regel einen negativen Zusammenhang mit Online-Katalog oder Telefonkauf haben, dass wir denen zumindest die Sinne, die Eindrücke evozieren können durch Sprache, durch Bilder, durch Töne, die in der Kommunikation mitgetextet werden, die mitgezeigt werden. Wir wissen aus Hirnforschungsstudien, dass bereits sehr früh solche unterschiedlichen Eindrücke im Hirn zusammengefügt werden und dass solche durch Imagery hervorgerufenen Bilder einen ähnlichen Einfluss haben können, nicht denselben, einen ähnlichen, wie die tatsächliche Erleben von Emotionen oder von solchen Sensationen. Und diejenigen, die sehr taktil sind, die können zum Beispiel im Bereich der Kommunikation sehr schön durch haptische Elemente unterstützt werden, Beilagen, die die Wahrnehmung und die Erinnerung stützen, um auch hier diese Menschen mit abzuholen. Das Thema Preise werde ich jetzt hier in dieser Ausführlichkeit nicht mehr darauf eingehen. Sie werden zwei Studien finden, die ich hier erwähne. Dann einmal die Studie zum Weinkauf dann, von Plassmann, wo es darum geht, zu zeigen, dass halt eben unterschiedliche Preise bei den gleichen Produkten ein unterschiedliches Qualitätsempfinden auslösen können. Und ohne dass dort tatsächlich das sensorische Erlebnis beeinträchtigt wird. Und eine zweite Studie, bei der es darum geht, wie Rabattsymbole wirken. Die kennen Sie vielleicht dann aus der Presse, das ist eine Studie, die wir vor einigen Jahren auch durchgeführt haben und sozusagen einer unserer Renner in dem Bereich ist. Wenn es nämlich darum geht zu zeigen, dass Rabattsymbole sehr wohl wirken. Es ist ähnlich wie mit der Werbung, wenn Sie die Leute direkt fragen, heißt das natürlich, keiner ist empfänglich für Werbung und auf Rabattsymbole falle ich auch nicht drauf rein. Wir konnten zeigen, dass es tatsächlich Prozesse auslöst, die man selber bewusst gar nicht wahrnimmt und auf die man dann in der Kaufsituation dann doch wieder anspringt. Ja, das war jetzt so eine kurze Tour d'horizon durch das Thema, wie Neuromarketing im Kundendialog, welche Erkenntnisse das dort gewonnen hat. Die Herausforderung ist natürlich immer wieder, wie können solche Erkenntnisse, die häufig einen sehr grundlagenforschenden Charakter haben, in der Praxis eingesetzt werden. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein oder zwei kleine Beispiele geben konnte oder Ideen geben konnte, wie wir so etwas machen, wie man so etwas machen kann. Wichtig ist dabei, am Ende des Tages immer zu wissen, wie hole ich meine Kunden ab, wie stelle ich mich in die Schuhe meiner Kunden, mit denen ich kommunizieren will, sozusagen die Welt aus Sicht der Kunden zu sehen, um besser zu verstehen, worauf sie reagieren und was möglicherweise halt eben auch umgekehrt abtönt.